Moin, liebe Zuschauer, hier ist Bremer Sport TV, Ihre Breitensportsendung auf Radio Weser TV und das sind die Gäste, auf die wir uns in der kommenden Sendung freuen. Sven Kienke ist der Abteilungsleiter beim TuS Hochding und bringt Kunstturnerin Carina Schönmeier mit. Dr. Lars Figura von der Sportstiftung Bremen ist auch dabei. Dann waren wir beim 5. Schoolyard Breaks, der vom ATSV Habenhausen ausgerichtet wurde. Matthias Dollner, Valeria Cordes und Timo Bölte sprechen mit uns später in der Sendung drüber. Walking Football wird beim SV Werder Bremen gespielt. Wir freuen uns auf Silvia Heidmüller und Eberhard Doronia. Der ist der älteste Walking Football-Spieler bei Werder Bremen mit stolzen 80 Jahren. Dass man zum Quidditch-Spielen nicht nur fliegende Besen nicht braucht, das zeigen uns Maike Holler und Jale Hartmann von den Bremen Portkeys. Und ich freue mich über Christian Arambasic vom FC Oberneuland. Die haben den Lotto-Pokal gewonnen und wir blicken zurück auf die letzte Saison und blicken voraus auf die nächste Saison. Nachrichten und Veranstaltungshinweise präsentiert diesmal Nastassja Nadolska und unsere Sendung läuft wie gewohnt jeden dritten Dienstag im Monat auf Radio Weser TV. Dieses Mal ist es der 18. Juni. Um 20 Uhr würden wir uns freuen, wenn Sie einschalten und die Wiederholungen sind hier unten im Bildrand eingeblendet. Bleiben Sie sportlich, würde mich freuen, wenn wir uns zu einem dieser Tage sehen.